Außer man macht halt wie Bayram und... Schwer und falsch. Ich habe mir jetzt mal die Kamera geklaut. Man versucht echt beim Training hier ernst zu bleiben mit dem, aber... Ey, sein Humor, ne? Feiert ihr das? Sag mir ehrlich. Ja, was sagst du, da hat sich was getan seitdem? Ja, safe, absolut, ne? Guten Tag auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Mein Name ist Colin und heute wird der Rücken zerlegt. Ich bin hier, vielleicht sieht man es so ein bisschen, in der Kraftstation in Köln mit meinem wunderschönen Freund, dem Bayram. Stabil. Den kennt ihr eventuell noch aus dem letzten YouTube-Video und auch aus ein paar anderen YouTube-Videos. Er hat jetzt das erste Mal 220 gebeugt. 210. 210 im letzten YouTube-Video, gönnt euch das gerne auch nochmal. Und wir zerlegen heute den Rücken, dadurch, dass es meine Stärke ist, Bayram noch ein bisschen Rücken braucht. Da führen wir euch heute ein bisschen durchs Rückentraining und dann fangen wir mal an. Das Studio ist geil, wir haben Bock. Eventuell knallt der Booster auch schon ein bisschen und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zugucken. Erstmal ein bisschen Trenbolon Innentat H2O gezapft. Da rein kommt jetzt mein wunderschönes Intra-Workout aus EAA, Slusterdextrin und ein bisschen Maltodextrin. Super geil für die Performance, habe ich auch schon in mehreren Videos erwähnt. Wenn ihr das auch haben wollt, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt mit meinem Code immer den maximalen Rabatt sparen, den ihr bei PowerStage Germany bekommt. Damit supportet ihr nicht nur eure Gains, sondern auch mich. Vielen Dank für alle Leute, die mit meinem Code einkaufen und dann machen wir weiter. Hast du mich drauf? Ja. Wir fangen an mit Latzug, mit einem Mac-Griff im leichten Untergriff. Hat den Hintergrund, wir wollen den Latt treffen. Ergo, wir nehmen die Ellenbogen leicht vor den Körper und unterstützt der Untergriff ein so ein bisschen, damit wir jetzt schon mal richtig schön anfangen, den Latt auseinanderzunehmen und ein bisschen Breite in den Rücken reinzubekommen. Das ist ja das, was alle Leute mal wollen. Deswegen auch beim Latzug nicht die Ellenbogen da halten, sondern immer leicht vor den Körper nehmen und gefühlt die Ellenbogen in den Boden reindrücken. Das ist hervorragend, um den Latt zu treffen. Ich hoffe, man erkennt das so ein bisschen in den Aufnahmen. Ich arbeite ziemlich sauber aktuell. Heißt, im Regelfall arbeite ich bei der ersten Übung im schweren ersten Arbeitssatz etwa mit 6 bis 10 Wiederholungen und alles danach in meinem Training zwischen 10 und 15, einfach um viel Volumen anzuhäufen. Und schweres Training sorgt meistens dafür, dass man nicht so viel Volumen hinbekommt. Plus man ist sehr, sehr erschöpft vom zentralen Nervensystem. Das versuche ich zu umgehen, indem ich relativ leicht versuche zu arbeiten und möchte, dass der Muskel der limitierende Faktor wird. Ich nehme den vollen Stretch mit, halt unten maximal die Kontraktion und dann braucht man auch eigentlich nicht viel Gewicht. Die Leute sind tatsächlich immer verwundert. So, Colin, du trainierst ja mit voll vielen Wiederholungen und voll sauber und brauchst voll wenig Gewicht. Das liegt halt einfach daran, ich bin ein Kacklappen. Ich arbeite halt einfach sehr, sehr gerne mit relativ leichtem Gewicht und es funktioniert hervorragend aktuell. Von daher, ich weiche da nicht von ab. Auch wenn leichtes Training für die meisten Leute ziemlich painful ist, weil dann brennt der Muskel und man möchte eigentlich nicht mehr, weil tut ja weh im Muskel und bla so. Aber dann, selbst wenn es anfängt zu brennen und es weh tut, dann bekommt man meistens noch 3 bis 5 Wiederholungen raus. Also, es ist schon geil. Außer man macht halt wie Bayram und... Schwer und falsch. Das ist Bodybuilding. Wir haben jetzt das ultrabreite Latzziehen durch in diesem wunderschönen Gym. Wir haben jetzt Latzug normal, breit im leichten Untergriff gemacht. Ultrabreites Latzziehen für den Terres Mayo, heißt Lat und Terres Mayo haben wir durch. Wir gehen jetzt noch ganz normal rudern an dieser wunderschönen Oldschool Galaxy Maschine. Und dazu gibt es noch die High Row gleich, damit wir richtig schön in die Traps reinkommen. Heißt, jetzt wird ein bisschen an der Rückenmitte noch gearbeitet. Komm, schön. Schön in die Traps rein. Ich habe mir jetzt mal die Kamera geklaut. Man versucht echt beim Training hier ernst zu bleiben mit dem, aber ey, sein Humor, ne? Feiert ihr das? Sag mir ehrlich. Muss man mal ein bisschen Kopf streicheln und dann geht's wieder. Also ich... nicht normal, der Typ. Promise me you'll find a way. Say you won't give up. You won't give up.
So, wir sind jetzt mit Rücken komplett durch. Wir haben zum Abschluss nochmal eine richtig schöne High Row gemacht. Ich kenne tatsächlich kein anderes Gym, wo diese High Row steht, außer die Kraftstation hier, und die knallt einem wirklich den Trapez weg. Super, super geil. Heißt, wir haben jetzt breites Latziehen, also breites Latziehen einmal gemacht für ein Lat, ultra breites Latziehen, um den Teres Major zu fokussieren. Einmal rudern, um ein bisschen Fleisch allgemein in den Rücken zu bekommen, mit Trapez, mit hinterer Schulter. Und jetzt nochmal die High Row, um nochmal den gezielten Trapez zu treffen. Heißt, richtig dick Fleisch in die Mitte vom Trapez, und der Lat wird natürlich mittrainiert. Man könnte jetzt theoretisch eine Übung davon rauswerfen und dafür enges Rudern machen, um den Lat nochmal besser zu treffen. Aber Bayram und ich sind beide, was Lat angeht, jetzt nicht ultra weak, sondern brauchen halt eher Fleisch in der Mitte. Deswegen fokussieren wir uns darauf. Und anderer Punkt ist, normalerweise würde ich ja Trizeps vorne weg machen, um nochmal ein bisschen Volumen für den Trizeps und so ranzubekommen. Und Arme auch gar nicht so spät im Training. Aber aktuell ist wichtiger, dass der Mann ein bisschen Fleisch auf den Rücken bekommt. Ja, wir haben das heute mal priorisiert, dass wir ein bisschen Fokus auf den Rücken legen und nicht so sehr auf die Arme. Sonst, ihr kennt das, so man ist mit seinem Kumpel irgendwie trainieren. Strukturiert dann sein Training ein bisschen um und geht nicht komplett nach Plan. Einfach, weil es ja auch Spaß macht, ne? Ist ja nicht so. Ihr habt gerade gesehen, Bayram hat seitdem in einer sehr, sehr ungewöhnlichen Technik gemacht. Und zwar stellen wir uns so hin, dass wir den ausgestreckten Arm quasi auf Höhe des Seils haben. Der Seilzug wird so eingestellt, dass wenn der Arm hängt, der Seilzug auf Handhöhe ist. Ich habe hier jetzt maximale Last. Ich lehne mich leicht nach vorne und stelle, dass ich versuche, in der Körperebene zu arbeiten, heißt hier seitlich hochzugehen, kippe ich diese Kreisbewegung um 45 Grad, heißt ich gehe von vorne minimal nach hinten, um dadurch die Last in Faserrichtung zu halten. Macht so einen Scheiß bitte nur, wenn ihr fortgeschritten seid, da braucht man wirklich gutes Muskelgefühl für. Aber knallt einem dermaßen die Schulter weg. Ach ja, was eventuell einige Leute verwundern sollte, ist, dass wir seitdem am Pull-Day machen. Chang hat irgendwann mal das angefangen, grundsätzlich in Pull-Days rein zu programmen. Und es funktioniert hervorragend. Also die Schulter ist ja sowieso vom Rudern warm. So, da machen wir jedenfalls noch einen Aufwärmsatz. Und seitliche Schulter kann man ja sowohl am Push als auch am Pull-Day machen, weil man sonst eigentlich keine andere Übung hat, die die seitliche Schulter belastet, außer halt seitheben direkt. Von daher alles super. Oder man macht es halt einfach wie ich, man macht Push-Beine-Pull und trainiert sowohl am Push- als auch am Pull-Tag die seitliche Schulter mit Seitheben, was natürlich geisteskrank ist, wenn man viel Seitheben unterbringen will und viel Schultergains machen will. Wir machen jetzt Bizeps zuerst, Curls am Kabel hinterm Körper, um richtig schön einmal den Peak zum Wachsen zu bekommen, und danach noch ein paar Hammer-Curls, um allgemein ein bisschen Masse auf den Arm zu bekommen. Das war's dann auch jetzt schon mit dem Pull-Training. Ihr bekommt jetzt noch ein paar cinematische Shots. Ich hoffe, euch gefällt das. Kommentiert gerne mal und im Kommentarfeld, wie euch so die Art von den Videos gefällt, wenn ich mal so ein bisschen zwischendurch laber, so ein bisschen versuche, Knowledge weiterzubringen, und vor allen Dingen, wie geil ihr so cinematische Shots findet, ob ich sowas mal öfters einbringen soll. Ich freue mich immer, wenn ihr irgendwelche netten Kommentare schreibt und nicht so, voila Bruder, du siehst scheiße aus. Ja, komm, mach mal nicht. Wir befinden uns jetzt im Posing-Raum und wir haben einen Special Guest. Kann man dich Promi nennen? Du warst bei Rap One. Und zwar der liebe Jerome. Wer ist denn das? Mit dem ich auch eine Zeit lang in der WG zusammen gewohnt habe. Der Mann durfte mich ertragen. Oder ich nicht. Wie man sieht, ne? Wie man sieht. Der Mann hat ein bisschen Ahnung, was so meine Entwicklung angeht. Als ich zu dir gekommen bin, 2020, hatte ich so am Anfang 70 Kilo. Also gut 10 Kilo weniger als jetzt. 74 hatte ich etwa. Dann gucken wir mal, was du dazu sagst. Das hat ja auch echt, also dafür, dass du auch die Trichterbrust so hast, finde ich, kommt ja aber echt gut mittlerweile. Du hast ja wirklich hier richtig schön von oben bis unten schön die Fasern zu sehen. Ne? Also schon stark. Viel Vollermüdung und viel tatsächlich nicht so schweres Bankdrücken. Ja. So schön kontrolliert, ja, und ablegen. Das dann aus dem Nullpunkt rausschieben. Ja, das geht auch nicht einfach nur rein und schwer. Es geht darum, dass du halt das optimale Gewicht optimal ausgeführt kriegst. Ne? Das ist ja eigentlich schon da. Man muss so ein bisschen eine Dichte arbeiten. Man muss ein bisschen so schwachsen. Hier neben dir. Mit Trap muss auf jeden Fall kommen. Hintere Schulter ist gut, Latt ist gut. Ja, ja, die wollte ich gerade sagen. Die ist echt noch bad. Ne? Wenn du jetzt hier noch richtig Druck reinkriegst, ne? Ja. Dann ist sie gut. Und die Latt weiter ist ja auch dann. Ne? Noch ein bisschen an der Tiefe hier arbeiten und hier Bauchmuskulatur. Also richtig schön Upper und hier genau der hier.
der mittlere Part. Und dann ist der Metaphysik das komplett raus aus dem Programm, ne? Von der Linie her passe ich da halt einfach nicht mehr so krass rein, ne? Also besonders jetzt, wo ich halt so viel draufgelegt habe, sieht halt das viel besser aus, wenn ich halt hier auch in den Classic-Posen stehe. Ich muss auch, guck mal, weil ich muss ganz ehrlich so sagen, cool. in der Classic-Physik auch, aber in der Netz-Physik auch nochmal sehr speziell, ist halt sehr filigranes, ästhetisches Posing, ne? Die Ausstrahlung zählt. Und ich finde, in der Pose, das wirkt irgendwie einfach nicht bei dir. Ja. Aber wenn du jetzt so aussiehst, die finde ich eigentlich gar nicht so bad, ne? Ja, aber dann stehst du auch nicht. Wenn du wieder so stehst, finde ich irgendwas, irgendwas harmoniert dann, meinst du? Ja, ja. Ne? Aber in den Posen, wenn du jetzt in den Bodybuilding-Posen stehst, muss ich sagen, nur mit ein bisschen mehr Übung stehst du richtig gut darin. Danke dir. Das gefällt mir. Ja, was ich auf jeden Fall bei dir sehe, Schulter ist schön rund geworden, hast auch ein bisschen mehr Arm bekommen. Die Brust finde ich bei dir ist sehr stark geworden im Vergleich zu sonst. Obwohl du dieses Trichterding hast, so ein bisschen. Ja. Nach wie vor halt das klassische Thunfisch-Ding. Du bist ja die ganze Zeit gut in Form, ne? Aber das liegt natürlich auch an deinem so optimalen Essverhalten. Tatsächlich war ich jetzt fast auf 83 hoch, aber ich hatte halt eine Mandelentzündung und bin 5 Kilo gefallen. Ne? Das war richtig. Aber toll. Ich sag mal so, lieber eine Nummer zu, eine Spur zu hart oder als eine Spur zu fett. Ja, was sagst du, da hat sich was getan seitdem? Ja, safe, absolut. Ne? Kann man nicht abschalten. Ne? Danke dir für deine Meinung. Sehr gerne. Ist immer wieder schön, dich zu sehen. Ja, sehr. Dann habt ihr mal die Meinung von einem erfahrenen Athleten zu meiner aktuellen Form, nachdem ich krank war. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Rausgehen und rauchen. Wie ihr seht, wir sind dann zufälligerweise nach der Kraftstation im Powerstate-Shop gelandet und was ihr jetzt gerade gesehen habt, zum Beispiel was mein guter Freund hier trägt, das ist die neue Vern Collection. Wenn das YouTube-Video draußen ist, dann ist die aktuelle Vern Collection schon gedroppt. Ergo, ihr könnt auch mit meinem Code bei Vern sparen. Ich habe jetzt mir auch schon die ersten T-Shirts gesehen. Ihr habt das auch zeitweise gesehen, dass ich dieses grüne Tanktop anhatte in den letzten Videos und teilweise auch schon Shorts von den Jungs anhatte. Super, super, super geile Kleidung. Wirklich qualitativ auf dem höchsten Level. Schaut gerne mal rein, Link ist in der Videobeschreibung. Die Klamotten kann ich wirklich von ganzem Herzen nur empfehlen. Ist unerreichte Qualität. Wo ich jetzt gerade das Hydrolysat sehe. Ein wunderschöner Konkurrenzverein von uns schmeißt ja immer mit seinen Drops um sich und viele Leute kommen da nicht zum Zug. Probiert das Hydroisoclear von uns auf jeden Fall aus. Das ist Hydrolysat und schmeckt meiner Meinung nach sogar noch krasser. Es ist nicht ganz so ultra süß. Bekommt ihr auch bei uns im Store. Mit dem Code Thunfisch bekommt ihr auf jeden Fall den besten Rabatt und haben dann da drauf und das haben wir quasi immer in Stock. Plus, dadurch, dass es Hydrolysat ist, ist es viel leichter zu verdauen und ich persönlich bekomme halt auch auf 500 Milliliter 50 Gramm drauf geknallt und ohne dass es klumpt, ist es super leicht löslich. Ich kann das auch im Training trinken, dadurch, dass es so leicht verdaulich ist und quasi vorverdaut ist. Also super, super geiles Ding. Also ich gehe hier nicht essen, ne? Also wenn mein Coach das sieht, ich gehe hier nicht essen. Wir sind jetzt Glykogenspeicher auffüllen. Mal wieder Scheiße fressen. Gut, dass ich im letzten Video auch schon mit dem Bayram Scheiße fressen beim All You Can Eat. Wir sind richtig Vorzeige-Influencer. Ich hoffe, ihr habt den Kanal abonniert, ihr habt über meinen Code eingekauft und ihr folgt mir auf Instagram. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hast du noch etwas zu sagen? Ja, genau. Ich bedanke mich für den Tag, ne? Danke fürs Zuschauen und... Wenn euch das gefallen hat, dann werden wir öfter sowas machen. War übelst geiles Studio auf jeden Fall. Liebe Grüße nochmal da nach Köln. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Digga, siehst du breit aus dem Winkel. Ja? Ja, schon. Also eigentlich bist du voll der Lappen. Ich hab was im Auge, Alter. Wir machen hier Schluss. Ja.